Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunge mit am Start. Tati. Was geht ab, Mann? Alles klar? Wir sind hier in Garching, ein bisschen rausgefahren. Und uns hat ein Zuschauer geschrieben: Yo, ihr seid jetzt Foodtester. Hong, check mal ab. Foodtruck von seiner Cousine. Also nicht von dem Zuschauer direkt, aber von seiner Cousine. Ich habe angefangen, so eine Liste mit Vorschlägen in die Gruppe zu posten. Die Jungs suchen sich dann irgendwas aus. Letztens hat Chong sich den Nudelauflauf ausgesucht. Check nochmal das Video ab. War lustig, war richtig saftig. Tati hatte sich heute den Foodtruck ausgesucht. Ich bin sehr gespannt, weil ich mag auch sowas machen in der Schiene. Deswegen finde ich es geil. Und das ist auch hier eine schöne Ecke, gell? Alles relativ neu und so. Ja, viele Büros und so, ja. Für Mittagspause und so. Also ich glaube, das ist schon cool. Aber das erste Problem, was ich schon entdeckt habe, ich weiß gar nicht, wo genau das ist. Ich bin an dem vorbeigefahren. Achso, okay, ja dann. Aber man muss es, glaube ich, schon kennen. Ja, also es ist keine genaue Adresse, es ist einfach nur am Campus. Genau. Und das ist halt alles der Campus, deswegen. Aber ich glaube, die Leute kennen das schon und wir gehen halt dahin. Ja, die schon. Nicht so Verrückte wie wir, die extra dafür hier rausfahren, aber so muss sein, Leute. Das ist er, Leute. Das ist er. Hat die Quatsch schon mit den Chimichurri, oder? Wir haben was bestellt, also wir wussten gar nicht, in welche Richtung der Foodtruck geht. Wir haben jetzt was bestellt, ohne zu wissen genau, was es ist, aber klingt saftig, es waren viele Leute da. Ja. Bisschen verplant die Leute, aber voll, ja, aber Problem. Ich denke mal, so relativ einfache Gerichte, die machen so zwei, drei Gerichte, warme Gerichte, bereiten es vor, machen es dann da so ein bisschen fertig, so schön ein bisschen frisch. Ganz einfach, ganz lecker, wahrscheinlich guter Preis, denke ich. Ja, so 8 Euro bis 9 Euro. Ja, ist cool. Ja, auch Location an sich echt schön. Ja, Location ist echt sehr schön. Viele Bürogebäude, sehr, sehr viele Bürogebäude. Also Mittagspause geht hier bestimmt ab. Ja, Mann, ich denke mal im Sommer bestimmt richtig krass hier, oder? Ja, Mann, hier ist echt heftige Location. Auch allgemein zum Chillen oder so. Demnächst Hongs Tour Garching. Hier so ein Chicken Ragout, auch mit Spätzle. Ja, ich kann schon sagen, dass die Spätzle safe nicht selbst gemacht sind. Das sehe ich schon. Mhm. Bisschen asiatisch, glaube ich, so ein bisschen mit Kokos. Nicht verkehrt. Was meint der? Brasilianisch oder so ist das eigentlich, meint der, oder? Ganz, ja. Ah, okay. Dieses Picanha. Ist Fleisch und zart. Geschmacklich gut. Also einfach und lecker, ja. Mhm. Mhm. Puh. Saftiges Fleisch. Mhm. Aber du hast mir Spätzle bestellt, du hast Kartoffeln bekommen. Ja, stimmt. Verplant, verplant, verplant. Voll verplant, Mann. Aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Gute Portion auch. Sehr gute Portionen. Kann man nichts sagen. Ja, die Portion ist echt stabil. PayPal-Zahlung hatten die auch. Sehr gut. Das machen mittlerweile viele Food Trucks. Mhm. Allein, dass sie die Kartenzahlung einfach nicht brauchen, in dem Sinne. Internetverbindung, Kartenlesegerät. Deswegen über PayPal echt gut eigentlich, wirklich gute Idee. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir irgendwas testen sollen oder was wir testen sollen oder wenn es irgendwas krasses Food-mäßig gerade gibt im Trend, einfach Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wir hören gerne auf euch. Ich bin momentan nicht so tief drin. Ich habe die letzten zwei Tage nur Videos über Dogecoin mir angeschaut. Marvin leidet nicht. Der Boss kommt. Hm. Und hier haben wir halt einfach eine Größenordnung von 60 bis 100 Essen. Das ist halt dann eine Größenordnung, wo es halt eben auch rentiert. Ja, deswegen war das halt auch in Stein gemeißelt. Ja. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, lieber am Donnerstag kommen und dann sind wir safe da und dann passt es. Wir kochen halt gerade in den Gewerbegebieten halt für unglaublich viele verschiedene Nationalitäten. Das ist deswegen immer so, Rindfleisch und Geflügel viel. Mhm. Der eine sagt, nicht zu scharf, der andere sagt, dürfte ruhig würziger sein. So versuchen wir irgendwo die Waage zu finden. Das ist richtig, ja. Du musst ja deinen eigenen Geschmack auf so viele Leute im Grunde übertragen. Das ist halt immer schwierig. Und halt Sachen halt dabei haben, die gut stehen. Ja. Also die Spätzle halten halt ein bisschen was aus, ja, bevor die total immer so schön im Kochjargon sagt, abkacken. Ja. Also ich arbeite gerne mit Gnocchis, aber das ist halt
habt ihr, oder? Ja. Okay. Vorbereitung nur oder auch irgendwas anderes noch? Nee, wir haben die Kantinenküche am Flughafen. Okay. Genau, da bereiten wir vor. Mhm. Und dann fahrt ihr dann raus? Genau. Okay. Wir haben 6 Fahrzeuge. Okay. Also 2 Hänger und 4 Fahrzeuge. Und bewegen momentan ein Fahrzeug. Wir machen eigentlich ausschließlich Catering-Geschäft mit den Fahrzeugen, haben das als Menü dabei. Haben aber halt auch jetzt letztes Jahr im Grunde dann umgedacht aufgrund der Gesamtsituation, dass ins Mittagsgeschäft, gehe. Weil, mein Gut, weißt du, wenn halt da 500.000 Euro vor der Tür stehen und nicht bewegt werden, dann ist es schwierig. Ja, ja, also, und was anderes kann man ja zur jetzigen Zeit eh nicht machen. Nee. Also Catering läuft fast gar nicht. Also, null. Ja. Seid ihr auch in dieser Food Truck Nations oder wie heißt United. Das? United. Ja, ja, wir haben uns damit angeschlossen. Ja. Ich habe ja einen eigenen Circle, ja, aber einen reinen Catering Circle. Ja, ja, klar. Der nennt sich The Munich Caterer. Ja. Nee, also kochen nicht, aber halt finishen auf jeden Fall. Ja. Genau. Das ist ja da. Ja, ja. Wir kommen nochmal gleich. Wir kommen nochmal. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, ihr habt das meiste mitbekommen, Leute. Wir sind hier so Food Truck Insider. Das hat ja anscheinend schon in der Food Truck Szene. Ja klar, ich bin da mittendrin. Ich muss mir erkundigen, alles, Mann. Ja, habt ihr auch gesehen? Also ich war auf deren Webseite. Ja. Die hat noch so einen Galileo-Beitrag und so. Die, oder? Hm? Cool. Kann ich mal kurz ein bisschen was einblenden? Ja, davon habe ich auch. Also da gibt es ja so eine Community, sage ich jetzt mal, diese Food Truck United, die helfen sich mal gegenseitig. Die sagen zum Beispiel, wenn es der eine nicht kann, ja, dann kann er einspringen, dann sagt er, okay, ich komme und dann, weißt du, ja, viele, ja, viele haben halt ihre Standardtage, wie er schon sagt, am Mittwoch ist er da, am Donnerstag ist er da und dann sagen die, okay, ich kann es an dem Tag nicht, ja, ist irgendwas dazwischen gekommen, dann springen halt andere ein und so, weißt du, das ist halt schon echt cool, ja. Ja, das schon, ja. Ist echt cool. Gar nicht so ein Konkurrenzdenken, wie man meint. Nee, null, null. Boah, geschafft. Nächstes Mal Essen umsonst, wenn wir bei Heike anfragen. Fazit, Tati! Fazit! Also total nette Burschen, oder? Wirklich, also der Chef da ist echt sehr nett, ja. Cooler Typ, hat uns jetzt auch eingeladen, beim nächsten Mal dabei zu sein, bei seinem neuen Konzept und so. Das Essen heute war, es war anständig. Es war gut, ja. Kann man nicht sagen, für so ein Mittagsding auf jeden Fall lecker, günstig. Preis-Leistung hat gepasst, ja. Gutes Konzept an sich, macht es total einfach. Ich fand's gut. Man merkt auch, Koch mit Leidenschaft, oder? Ja, ja, klar. Merkt man ja auf jeden Fall bei ihm. Das auf jeden Fall, ja. Und das ist auch wichtig, ja. Der macht auch das, auf was er Bock hat. Und schön, man sieht's ihm an. Echt schön. Grüße geht raus an den Zuschauer, der das geschrieben hat. Wir haben noch nicht herausgefunden, wer deine Cousine ist, aber danke für den Tipp. Eine gute Bekanntschaft. Ein paar Foodtruck-Informationen haben die sich jetzt ausgetauscht. Das war's von uns. Schaut auf Twitch und Instagram vorbei. Vergesst nicht, serious business.